Heute feiern wir Allerheiligen. Am Vorabend zu diesem Fest findet in vielen Pfarren unserer Diözese die Nacht der tausend Lichter statt. Mit Kerzenschein erleuchtete Kirchen lassen uns den Kirchenraum auf besondere Art und Weise erleben. Diese Erfahrung möchten wir mit euch teilen. Deshalb nehmen wir euch mit auf den Weg in ein Labyrinth. Das Labyrinth ist ein Symbol des Lebens. Es lädt uns ein, uns auf den Weg zu machen. Am Ende des Weges erwartet uns die Mitte, das Ziel. Auch Heilige sind diesen besonderen Weg gegangen. Heilige sind leuchtende Beispiele für uns. Unser Leben wird durch Vorbilder beleuchtet. Wer ein Labyrinth betritt, hat das Ziel, die Mitte, bereits vor Augen. Die Distanz scheint nur kurz zu sein. Doch der Weg führt um die Mitte herum und dann sogar immer weiter weg. Es stellt sich vielleicht sogar die Frage, ob man überhaupt noch auf dem richtigen Weg ist und ob es sinnvoll ist, noch weiterzugehen. Irgendwann gelangt man wieder dort an, wo man aufgebrochen ist. Kein Fortschritt ist zu erkennen. Weit ist man gegangen und nun ist man fast wieder beim Ausgangspunkt. Doch dann biegt der Weg wieder zur Mitte und auf einmal, unvermutet schnell, ist man am Ziel. Auf diesem Weg zum Ziel gibt es keine Abkürzung. Es muss alles gegangen und somit alles erfahren werden. Nichts kann ausgelassen oder übersprungen werden. Keine gute, keine schlechte Erfahrung, kein Schritt. Die einzige Alternative wäre stehen bleiben, den Weg verweigern. Aber das führt nicht zum Ziel. Wir sind eingeladen und aufgefordert, uns selbst mit all dem, was uns ausmacht, anzunehmen. Das Labyrinth unterstützt uns dabei, unser Leben zu beleuchten und uns von den Heiligen als erhellende Vorbilder leiten zu lassen.